Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und meiner neuen Bücherwoche. Eine Bücherwoche mit drei Büchern und den Kurzgeschichten von Stephen King, die ich ja bereits in den letzten beiden Wochen begonnen habe. Und auch in dieser Woche haben wir ja die letzten zwei Geschichten gelesen. Ja, ansonsten gab es in der Woche nicht allzu viel Spektakuläres, außer natürlich das Stand-Up-Paddle, was ich euch im Grunde ja schon in der letzten Bücherwoche erzählt habe. Ich habe den zweiten The Dark Knight Film gesehen aus der Trilogie. Dazu werde ich später auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Ich bin ja noch nach wie vor total im Christopher Nolan Fieber. Und ja, ich habe aber eine kleine Ankündigung, und zwar zu einem Hangout. Jetzt am kommenden Donnerstag, den 1. Oktober, ab ca. 19.30 Uhr auf meinem Kanal, quatsche ich mit den lieben Mädels, mit denen ich The Passengers von John Mars gelesen habe, ein bisschen über das Buch. Und mit dabei sind Sibby und Claudia und Maike von den Bookfriends. Und ich freue mich mega auf den Abend und natürlich auch auf den Austausch mit euch. Wir werden, ja, ich denke, zu Beginn des Hangouts relativ spoilerfrei sein und unseren Gedanken da einfach nochmal freien Lauf lassen, weil uns das Buch doch alle sehr beeindruckt hat. Und ich denke so, ja, es gibt auf jeden Fall auch einen Spoiler-Teil. Und aber den Beginn könnt ihr gerne mit ansehen, wenn ihr vielleicht noch überlegt, ob das ein Buch für euch ist oder nicht. Und wenn ihr schon gelesen oder gehört habt, dann könnt ihr natürlich auch im Spoiler-Teil mit dabei sein. Also freut euch auf den Donnerstag. Ich freue mich sehr auf den Hangout und bin sehr gespannt, ja, was dann auch so ein bisschen der Austausch im Chat dazu zu sagen hat, wie das Buch so sein wird und oder nein, gewesen ist. Also wie der Austausch sein wird, wie das Buch gewesen ist. Ihr wisst, wie ich das jetzt gemeint habe. Ja, so viel dazu. Ich denke, wir beginnen jetzt einfach recht unspektakulär sozusagen mit den Büchern. Ja, als erstes hatte ich die beiden Kurzgeschichten in Zwischen Nacht und Dunkel von Stephen King gelesen. Damit beginnen wir heute auch. Dann habe ich gehört, es war einmal ein blauer Planet von François Laylord. Das war ja auch schon mein Hörgenuss am Donnerstag, da werde ich heute nur noch ein bisschen was dazu erzählen. Dann habe ich gelesen und auch das Arbeitsbuch sozusagen durchgearbeitet von Jasmin Schott Cavallero. Ja, ich glaube, so habe ich es richtig ausgesprochen. Connect Me habe ich in der Lovely Books Leserunde gewonnen. Und dann habe ich zusammen mit der lieben Becky Hexfiles 2 von Helen Harper gelesen, Wilde Hexen. Und ich kann schon dazu sagen, es war eine sehr, sehr gute Bücherwoche. Woche und da durchaus mit Büchern, die in Erinnerung bleiben. Wir beginnen aber mit Stephen King und Zwischen Nacht und Dunkel. Das ist ja eine Novellensammlung oder ja Kurzgeschichtensammlung mit vier Geschichten. Zwei davon haben wir in den letzten beiden Wochen jeweils schon gelesen. Das seht ihr in den beiden vorangegangenen Bücherwochen. Und in dieser Woche haben wir die letzten beiden etwas kürzeren Geschichten gelesen. Und das hat dann eben auch ganz gut ins Wochenpensum meiner lieben Freundin Anita, liebe Grüße in die Schweiz, auch reingepasst. Ja, die dritte Geschichte ist Faire Verlängerung, für mich eine absolute Highlight-Geschichte. Wir treffen hier auf Dave, der krank ist, Krebs hat und der auf einer Straße abseits des Flughafens einen Verkäufer trifft, und zwar Elvid. Ja, bei dem Namen sollte man mal so ein bisschen die Buchstaben drehen. Er kann sich scheinbar seine Gesundheit erkaufen. Er kann sich 15 Jahre für 15% seines Jahresgehaltes erwünschen. Und muss dazu eben das Geld überweisen auf die Cayman-Inseln. Da gibt es einen Kinderfonds. Finde ich total faszinierend. Allerdings muss er auch jemanden benennen, den er hasst. Und je nachdem passieren dann eben auch Dinge hier. Sehr faszinierend ist, wen er hier benennt, nämlich seinen langjährigen, wohl besten Freund Tom. Und das lässt einen so ein bisschen aufhören. Wer jetzt daran glaubt, dass es hier einfach nur um so einen Deal zwischen dem Tod, dem Teufel und dem Menschen geht und im Grunde jetzt vielleicht was mit dem Freund passiert, der kennt einfach Stephen King nicht. Denn diese Geschichte ist grandios. Sie ist düster, sie ist lebendig, sie ist grausam und sie hat so, so viel mehr
als einfach nur, ich sage jetzt mal irgendwie blanke Angst, blanker Horror oder ja, neben den Jahren, die uns im Grunde jetzt, diese 15 Jahre, die jetzt im Grunde Dave geschenkt bekommt, erzählt uns King auch Dinge, die sonst in diesen Jahren passiert ist. Und das fand ich auch total cool gemacht. Es waren echte Fakten in der Geschichte und das fand ich wirklich super angenehm. Also das fand ich sehr interessant und auch richtig gut gemacht von Stephen King. Und überhaupt war die Geschichte wirklich ein Lebenshighlight. Also ich fand die so, so großartig, diese faire Verlängerung, dass es hier nicht nur um die Lebensverlängerung geht, sondern Leute auch ihre Haare verlängern und andere Körperteile. Und das, ja, fand ich einfach eine großartige Idee. Es war sprachlich sehr, sehr tiefgründig. Also es ging wirklich ganz, ganz tief in die Magengrube. Es ging emotional sehr an die Nieren und ans Herz. Es hat wirklich auch Emotionen geweckt, von Freude zu Hass zu, man versteht es, Faszination. Es war wieder alles mit dabei und viele Gedanken bleiben einem hier auch im Kopf übrig. Ja, fand ich einfach, die Geschichte fand ich Hammer. Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben: Das Wahrscheinlichkeitsgesetz begünstigt Optimisten, und darauf hoffe ich sehr, denn ich bin ja definitiv auch ein Optimist und fände schön, wenn die Wahrscheinlichkeit da irgendwie so ein bisschen, ja, mich begünstigen würde. Aber ja, fand ich, also es war eine Hammergeschichte, die ganz viel in einen vereint hat, die erzählerisch gelungen war, die ein faszinierendes Ende hatte und die mich einfach nur geflasht hat. Und auch die nächste Geschichte, Eine gute Ehe, ist für mich ein Highlight. Und überhaupt war dieser Kurzgeschichten-Novellenband überhaupt ein Highlight für mich. Also wirklich selten so viele, so grandiose Kurzgeschichten-Novellen von Stephen King in einem Band gefunden. Also hier bin ich wirklich begeistert. Ich kann diese vier Kurzgeschichten absolut nur empfehlen. Ja, bei einer guten Ehe geht es um Darcy, die seit 27 Jahren mit Bob verheiratet ist, die uns auch ein bisschen so die Geschichte erzählt, wie sie zu Bob gefunden hat und dass ihr Leben so Höhen und Tiefen hat. Gemeinsam haben sie eine Familie gegründet, haben ein schönes Haus, sie sammeln Münzen und vertreiben die dann auch. Ja, Bob sammelt hier ganz spezielle Pence und ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Begriff war. Und ja, da haben sie auch so ein bisschen einen Markt dafür geschaffen. Und ja, so fährt Bob auch hin und wieder auf Messen und Haushaltsauflösungen. Und ja, gemeinsam sitzen sie dann auch an den Verkäufen. Er ist vom Beruf schon noch auch was Richtiges, aber das machen sie so ein bisschen nebenbei. Es gab im Leben von Darcy so ein, zwei Schicksalsschläge, die sie so ein bisschen, ja, auch zurückgelassen hat. Doch ja, eigentlich führt sie ein gutes Leben und eine gute Ehe. Doch eines Nachts, Bob ist gerade unterwegs und es knackt etwas in der Garage, in der Abstellkammer, entdeckt ja, Darcy etwas, was ihr Leben verändern könnte, wird, sollte, müsste, wie auch immer. Es war atmosphärisch großartig. Alleine dieses Knirscheln und Knacken irgendwo und da ist dann etwas und da findet sich etwas und die Entscheidungen, die Darcy getroffen hat, das, ja, also es war sehr, sehr atmosphärisch. Man war gefühlt mitten in diesem Haus mit dabei. Es war lebendig, emotional, es war tiefgründig. Es hat mich an mancher Stelle sehr, sehr erschrocken. Ja, gab wirklich diese Faktoren, die einen mitreißen, mitnehmen, und es hat ein unglaublich gelungenes Ende, das mich nachhaltig sehr, sehr bewegt. Auch viele Fragen in mir ausgelöst hat, ich immer noch nach Antworten suche, wie ich vielleicht handeln würde, und das ist ja sowieso der Oberbegriff, das Oberthema dieser Sammlung, ja, Menschen handeln würden, wie ich handeln würde in diesen Situationen. Und dass man irgendwann das Handeln trotz seines moralischen Kompasses durchaus sehr, sehr gut verstehen kann. Und schwupps, da war der Akku leer. Aber es geht direkt weiter, immer noch bei Zwischen Nacht und Dunkel. Ich fand diese Geschichte wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich fand alle vier wirklich grandios. Und ich fand etwas richtig, richtig Schönes, dann auch im Nachwort, das ich mir rausgeschrieben habe: Ich habe nichts gegen literarische Prosa, die sich meist mit außergewöhnlichen Menschen in gewöhnlichen Situationen befasst. Aber als Leser und Autor interessieren mich gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen weit mehr. Und da stimme ich ihm zu. So faszinierend es durchaus ist, ja, außergewöhnlichen Menschen in der Geschichte zu folgen, umso spannender ist es doch, so gewöhnliche Menschen, wie ich auch einer bin, in außergewöhnlichen Situationen beizuwohnen und das mitzuerleben. Und das schafft für mich Stephen King in allen vier Geschichten wirklich großartig. Und das Schöne ist, er schreibt am Ende, ich fand das so schön, ich fand auch das Nachwort schon so großartig,
Da schreit er so schön, nun gut, jetzt sind wir lange genug hier unten im Dunkeln gewesen, finde ich. Oben existiert eine ganz weitere Welt. Nehmen Sie meine Hand, treuer Leser, dann führe ich Sie gern in den Sonnenschein zurück. Ich gehe gern dorthin zurück, weil ich glaube, dass die meisten Menschen im Grunde genommen gut sind. Ich weiß, dass ich es bin. Was Sie betrifft, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ja, es war fantastisch. Es war Wahnsinn. Es war großartige vier Geschichten mit 2 4-Sternen und 2 5-Sternen insgesamt. Eine Highlight-Reihe, eine Highlight-Sammlung. Und ich fand sie wirklich mega. Ich bin wirklich beeindruckt, fasziniert. Und wer Stephen King in seiner Gänze sozusagen erleben möchte mit allen Facetten, der liest sich hier diese Geschichten durch. Da ist alles irgendwie dabei. Und eben vielleicht tatsächlich in der Kürze, die viele Leser ja durchaus mögen und es eben nicht mögen, wenn irgendwie 300 Seiten nichts passiert. Das hat man hier jetzt bei 4 Geschichten mit, ich glaube, knapp 530 Seiten definitiv nicht. Also wirklich eine Empfehlung, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dann geht es weiter mit dem Hörbuch der Woche und auch dem Hörgenuss des Monats. Und zwar, es war einmal ein blauer Planet von Françoise Lelor. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Mich hatte damals das Cover sehr, sehr angesprochen und auch der Klappentext, weil wir hier schon so eine Art Science-Fiction haben, weil wir hier auf dem Mars sind und aber jemanden von dort zurückschicken auf unseren blauen Planeten, auf die Erde, den die Menschen eben irgendwann verlassen mussten. Der Autor ist bekannt für seine Hector-Bücher. Ich kenne die aber tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es die gibt. Bin schon auch öfter mal über eins gestolpert, habe die aber noch nie gelesen und die haben mich auch noch nie so angesprochen, dass ich dazu gegriffen hätte. Als Sprecher in den Hörbüchern haben wir Nico Holonix und auch Bernadette Herwegen, haben mir beide sehr gut gefallen, haben ihren Job gut gemacht. Und ja, ich möchte tatsächlich gar nicht so viel in der Bücherwoche über das Buch sprechen, weil am Donnerstag ja der Hörgenuss online gegangen ist. Ich packe euch das Video dazu auch mal unten in die Infobox zusammen mit den ganzen Buchinformationen. Schaut da gerne mal vorbei. Und da habe ich schon wunderbarst geschwärmt und ja, ich kann auch nur hier sagen, dass ich tatsächlich dieses Hörbuch wirklich ganz, ganz toll finde. Wir haben zwar eine Geschichte, die in der Zukunft spielt und die auch auf dem Mars spielt, aber im Grunde sind trotzdem Fragen gestellt worden und aufgeworfen worden, die uns eben auch jetzt und hier einfach beschäftigen. Unter anderem auch Robin, der ein Neutrum ist auf dem Mars und eben auf die Erde zurückgeschickt wird und ja, da überprüfen soll, wie die Erde gerade so am Laufen ist. Diese Missionen sind zum Teil auch schon gescheitert. Doch er kommt auf der Erde an und riecht das erste Mal frische Luft, sieht das Meer, hat seine Füße im Sand und hört auch Vogelgezwitscher und ja, das löst in ihm auch ein bisschen was auf. Zudem haben wir eine zweite Perspektive, das erzählt die Sprecherin, oder das wissen wir durch eine zweite Sprecherin. Wir treffen auf Hugh, die auch die zweite Perspektive erzählt und von ihr erfahren wir so manches Spannende, was ich unter gar keinen Umständen missen wollen würde. Mir hat das Hörbuch sehr viele Gänsehaut- und Nachdenkmomente gegeben. Mich hat es wirklich sehr gut unterhalten. Besonders die erste Hälfte fand ich spannend und auch überragend gut. Es wurde dann ein bisschen schwächer, weswegen es jetzt vielleicht kein klassisches 5-Sterne-Highlight ist, aber allemal 4 Sterne hat es verdient. Und ich fand einfach diese wortgewaltige Sprache sehr, ja, auch durch den Fantasy-Einfluss sehr packend und mitreißend und auch die 2 Perspektiven haben sich unterschiedlich gestaltet, auch natürlich dann nochmal durch 2 unterschiedliche Sprecher. Das fand ich wirklich großartig gemacht. Und man merkt einfach, wir Menschen sind Individuen und ja, sollten uns auch einfach so wahrnehmen und dass nichts über uns alle drüber stülpbar ist. In irgendeiner Art und Weise ist. Ja, ich habe in meinem Hörgenuss-Video ein bisschen gesagt, Märchen meets Science Fiction und ja, auch jetzt ein paar Tage später sozusagen sehe ich das im Grunde noch genauso und auch die vielen Gedanken, die aufgeworfen werden, die Fragen zu uns Menschen, zum Glück, zum Leben, das ist wirklich faszinierend, spannend und das hat der Autor für mich wirklich sehr, sehr gelungen gemacht. Aber wie versprochen oder wie gesagt, ich möchte hier gar nicht so viel schwärmen, weil ich einfach auch im Hörgenuss schon eine ganze Weile geschwärmt habe und guckt euch einfach das Video an, schaut da gern vorbei, auch bei den anderen Mädels, die Playlist ist immer unten in der Infobox, schaut euch da einfach ein bisschen um, weil der Hörgenuss ja nicht nur in Bezug auf Hörbücher ist, er ist ja dann im Grunde auch immer eine Buchempfehlung, außer es ist dann mal ein Podcast oder so eine Empfehlung, aber theoretisch kann der Hörgenuss auch in den meisten Fällen gelesen werden. Dann habe ich bei einer Lovely Books Leserunde gewonnen und zwar Connect Me
von Jasmin Schott Caballero. Ein Buch, das nicht nur optisch, finde ich, schon überzeugt, sondern auch vom Inhalt. Ich habe das bei einer Leserunde gewonnen, habe daran jetzt auch aktiv teilgenommen. Ich finde es schön, wenn ich immer mal bei Lovely Books über Bücher stolpere, die ich vielleicht vorher gar nicht entdeckt hätte. Und umso neugieriger war ich hier, was es mit dem Connect Me auf sich hat. Es ist ein 6-Schritte-Programm, was eben dafür sorgen soll, dass wir wieder mit unserem Inneren uns verbinden. Und ich möchte tatsächlich gar nicht sagen, dass ich unverbunden bin. Das glaube ich tatsächlich nicht. Auch der Test, der da drin ist, hat das im Grunde bestätigt. Aber es gibt so einen Bereich in meinem Leben, wo ich definitiv nicht immer mit meinem Ich connected bin, ohne zu privat zu werden. Und daran wollte ich tatsächlich einfach ein bisschen arbeiten. Ja, ich hatte das Glück, es zu gewinnen, hat mich auch mega gefreut und war dann auch recht schnell da. Und dann habe ich natürlich auch direkt mit dem Programm begonnen und habe die Schritte auch nicht alle auf einmal gemacht, sondern wirklich nach und nach auf mich dann wirken lassen. Es beginnt, und ich habe mir die Schritte ein bisschen rausgeschrieben, mit Grounding. Das bedeutet, seine innere Stabilität zu finden. Geht weiter mit Detoxing, die Seele auf Veränderung vorbereiten. Dann Loving, die Weisheit des Herzens aktivieren. Dann gibt es Bonding, die Verbindung zu anderen verbessern. Dann gibt es Bounding, die Grenzen wahrnehmen und achten. Und als Abschluss kommen dann Growing, Integration und Wachstum. Und diese 6 Schritte beinhalten sehr viele Aufgaben, wo man einfach sich Gedanken macht, wo man sich auch mal mit einem Block hinsetzt, das niederschreibt, was einen beschäftigt, wie es einen beschäftigt, wie man damit umgehen kann. Es gibt auch immer mal Tests hier drin, wo man einfach mal Fragen beantwortet und dann auch im Grunde ist ein eigener Typ festgestellt wird und dann eben auch einfach erklärt wird, wie der Mensch eben am besten mit sich umgehen kann. Es wird einfach nur als Ratgeber auch, als Grundlage hergenommen. Es wird immer mal wieder darauf hingewiesen, wenn man an gewissen Punkten in seinem Leben ist und nicht mehr weiter weiß, dass man eben auch durchaus sich einfach Hilfe nehmen kann und sollte. Also das Buch wird jetzt keine Psychotherapie ersetzen, schafft es aber, finde ich, auf sehr gelungene Art und Weise, einfach mit sich wieder in Kontakt zu treten. Und eine große Kraft ist ja immer das Schreiben. Und das merke ich ja sehr oft am Abend, also ich bin ja eher tatsächlich der Abendschreiber, wenn es um so eine Art Rückblick des Tages geht, Gefühle, Dankbarkeitsthemen und so weiter, was das mit einem macht, wie das einen verändert. Ich übe ja nach wie vor auch die Morgenseiten, zu denen ich noch nicht ganz so eine Begeisterung habe oder so einen Effekt spüre, aber es einfach möchte und es deswegen auch mache. Und ich glaube allein, dass man das einfach macht, weil man es möchte, ist das schon was Gutes. Und ich glaube, dass wirklich die Macht der Worte und des Schreibens, dass da etwas in uns passiert und auch in unserem Kopf passiert. Und es sind sehr tiefgründige Aufgaben, wie ich finde. Also es ist nichts Oberflächliches, es ist schon auch aufeinander aufbauend und ich habe sehr schnell gemerkt, wie ich mich geöffnet habe, wie ich mich dann auch einfach selbst betrachtet habe, wie ich mir Gedanken gemacht habe, auch dass Gedanken durchaus mal nachgewirkt haben. Es sind hier auch Mantras für Meditation drin und Meditationsübungen und wie man die einfach mitnimmt und wie man dann sich bewusst einfach diese Gedanken dazu auch macht. Sehr schön fand ich auch von der Autorin, dass sie eben selbst schon Erfahrungen gemacht hat und auch mit anderen Klienten Erfahrungen hat und uns da auch ein bisschen teilhaben lässt, weil man so einen sehr persönlichen Bezug hinbekommt und nicht einfach nur Klient 1-2, sondern eben da einfach ein echter Mensch dahinter steckt. Besonders positiv, das muss ich wirklich sagen, finde ich die Du-Ansprache. Man fühlt sich da als Leser sehr direkt angesprochen, sehr mitgenommen, sehr mitgerissen und das fand ich wirklich sehr, sehr gelungen und hat mich tatsächlich recht schnell öffnen lassen und die Aufgaben auch lösen zu lassen. Man braucht definitiv ein wenig Zeit und ich glaube auch, man muss es wollen. Wenn man mit einem komischen Gefühl rangeht, glaube ich, bringt es einem nichts, sondern man muss dafür auch irgendwie bereit sein oder merken, dass man bereit wird, wenn man mal eintaucht. Und was ich definitiv empfehlen würde, wäre, einen Block nebenan zu legen, also einfach ein paar Blätter, weil der Platz, der im Buch drin ist, doch ein bisschen gering ist und ich mich einfach nicht einschränken lassen wollte in meinen Gedanken, weil manchmal fließt das ja auch einfach und dann fände ich es blöd, wenn die Seite zu Ende ist. Zudem kann ich jetzt das Buch auch einer lieben Freundin weitergeben, die ihr Interesse schon bekundet hat und gesagt hat, dass wir sie unbedingt ausprobieren und gebe jetzt sozusagen auch nichts Privates in irgendeiner Art und Weise weiter und das natürlich definitiv als Punkt. Ich fand es wirklich gelungen, muss aber schon sagen, es ist nicht für jeden und man muss definitiv auch einfach eine Veränderung wollen und auch merken, dass es jetzt Zeit für diese ist. Ich glaube, sonst hat man keinen Spaß damit. Und es ist eben einfach ein Sachbuch, ein Ratgeber und
ja, von daher, das sollte man einfach berücksichtigen. Es ist hier nicht einfach eine Lebensgeschichte oder ein Erfahrungsbericht, sondern tatsächlich auch mit Aufgaben verbunden, die man dann eben nach und nach auch einfach lösen kann. Und ja, von daher bin sehr gespannt, was meine Freundin jetzt dazu sagen wird und ja, freue mich, dass ich es dann auch einfach im Freundeskreis weitergeben kann. Und das letzte Buch der Woche ist dann Hexfiles, der zweite Teil von Helen Harper, Wilde Hexen. Der erste Teil war ja ein überraschendes Highlight, was Becky und mich total begeistert hat. Und wir haben jetzt auch den zweiten Teil gemeinsam wieder gelesen. Der dritte Teil erscheint dann auch schon im Dezember. Man muss also gar nicht so lange warten. Und ich finde so einen Abstand von 3 Monaten tatsächlich richtig gut. Und ja, da vergisst man einfach nicht so viel. Und ja, der Nachteil der Reihe ist so ein bisschen, dass es sie nur als E-Book gibt, nicht als Print. Warum Nachteil? Weil es natürlich eine Highlight-Reihe bis jetzt ist und keins der Bücher sozusagen in meinem Regal stehen könnte. Was ich sehr ärgerlich finde. Optisch finde ich die Cover aber sehr gelungen, sehr schön. Einfach aber und schlicht, aber von den Farben her auf jeden Fall auffallend. Der dritte Teil ist dann, glaube ich, pink. Der erste war ja rosa und jetzt haben wir, glaube ich, das grün. Und ja, finde ich schön. Was man aber auf meinem E-Book-Reader ja nicht sieht, weil der ja nur schwarz-weiß macht. Ich packe euch mal meine Bücherwoche zum ersten Teil in die Infobox, weil man natürlich bei dem zweiten Teil gar nicht so davon schwärmen kann, ohne vielleicht was vom ersten Teil groß zu spoilern. Und ich möchte es möglichst spoilerfrei halten. Die Geschichte des zweiten Bandes spielt einen Monat nach Band 1 und wir treffen wieder auf Ivy, die wir im ersten Teil kennenlernten, die ja, eine junge Frau ist, die auch irgendwie magische Fähigkeiten hat und aber eigentlich als Taxifahrerin ganz zufrieden ist. Sie chillt gerne, schaut gerne Netflix und schmust mit ihrem Kater Brutus. Und da ist ihr Leben eigentlich ausgeglichen. Sie war mal in ja, einer magischen Gemeinschaft, in einem magischen Orden, wurde diesem aber verwiesen. Und eines Tages trifft sie aber auf ja, 2 Ordensmitglieder, die ja, versehentlich ja, einen Bund mit ihr schließen, beziehungsweise einer davon. Und weil man sie eben für ihre Freundin und Nachbarin hält. Und dieser Bund besagt eben, dass man etwas miteinander erledigen muss. Und mit miteinander ist dann auch tatsächlich nebeneinander gemeint. Man darf nicht groß irgendwie Entfernungen zwischen sich bringen. Und ja, das ist auch eine Aufgabe für Raffi Winter, dem Ordensmitglied. Denn der hat wohl so seine Schwierigkeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und so treffen 2 sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander. Und ja, so ist es im Grunde auch im zweiten Teil. Wir treffen die Charaktere aus Band 1 wieder. Und haben hier zusätzlich verwünscht, dass es eine Reality-Show, die ja, mit magischen ja, Themen spielt, auch mit nicht unbedingt magischen Menschen oder Magiern oder Zauberern, sondern eben auch einfach mit anderer Art Magie wirken. Und ja, verwünscht ist in dieser Welt sehr, sehr bekannt. Und man kann hier so ein bisschen sagen, es ist irgendwie eine Mischung vielleicht aus Dschungelcamp und irgendwas mit Magie. Und es passiert aber da ein Mord und da kommen wir zu diesem leichten Krimi-Anteil, den die Geschichten haben. Und ja, hier wird Ivy wieder darum gebeten, den ja, im Grunde aufzulösen oder mit zu unterstützen. Und ja, so müssen Ivy und Carter Brutus ja, im Grunde dorthin, werden von Raffi Winter engagiert und auch zwischen den beiden, also zwischen Ivy und Raffi, ja, da scheint wohl irgendwie doch ein bisschen mehr, als es nur zu knistern. Es gibt unglaublich tolle Wendungen in dieser Geschichte. Es ist humorvoll, es ist spannend, es ist unterhaltsam, man kann schmunzeln, man kann laut lachen, man fiebert mit, man rätselt mit. Und man hat natürlich die Magie drumherum, man hat aber auch die typischen Klischees von ja, diesem Reality-TV. Man hat merkwürdigste Nebencharaktere, die aber alle super unterhaltsam sind und zwar voller Klischees, aber es einfach Spaß macht, das zu lesen. Es passiert viel, es ist schnell erzählt, es hat tolle Dialoge, auch die Verbindung zwischen Raffi und Ivy, das ist ganz, ganz besonders und speziell. Und auch Brutus, der Kater, der sprechen kann, das ist einfach, macht unglaublich viel, viel Spaß. Und auch Ivy ist ein Charakter, die ich total ins Herz geschlossen habe, die ich humorvoll finde, die ich so oft einfach nickend unterstützen möchte und ich manchmal mit der auch einfach nur einen Kaffee trinken gehen möchte. Ich finde die großartig und ich mag diese Tiefgründigkeit und die Entwicklungen, die die Charaktere auf sich nehmen. Ich mag den Stil, dass wir wirklich mit Ivy mitgehen, dass uns Ivy die Geschichte erzählt. Ich finde, es ist zwar irgendwie leicht, hat aber dennoch ganz viel Spannung und man kann hier wirklich mitraten und rätseln. Das haben Becky und ich in unseren Audios auch gemacht, wer da was wo irgendwie vielleicht was mit dem Mord zu tun hat, was es da auf sich hat, was es mit dieser magischen Welt auf sich hat. Und ja, es macht einfach unglaublichen Spaß und es zieht einen in den Bann bis zum Ende. Für mich wohl tatsächlich auch eigentlich ein Buch, was ein Page-Turner wäre, wo man anfängt und erst ins Bett geht, wenn man aufgehört hat. Und ich bin so froh, dass
Ja, der dritte Teil schon nah, denn das Ende von Band 2 ist auch ganz schön gemein. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ich weiß nicht, warum das bei Band 2 zurzeit so der Fall ist. Bei Nevernight 2 ist es ja auch ein ganz gemeiner Cliffhanger. Und auch hier bei Hexfiles haben wir das. Also ein großartiges Buch. Ich liebe diese Reihe. Ich bin mega gespannt auf den dritten Band. Weiß aber nicht, ob das schon der abschließende Band ist oder ob es dann noch ein Band 4 geben wird. Also ob man diese Krimi-Fälle, ob das irgendwie weitergeht. Und ich möchte auch besonders hervorheben, was ich gut finde, ist, dass diese Liebes-Flirt-Geschichte wirklich eher so am Rande passiert. Zwar schön ist, wenn die beiden sich necken und so ein bisschen flirten, aber dass die nicht so im Vordergrund steht und dass Ivys Gedanken sich nicht nur um diesen Mann drehen, sondern eben auch um alle anderen Dinge, die um sie passieren. Und das ist ja immer was ich nicht nachvollziehen kann bei einer Zombie-Apokalypse und sich dann ein junges Mädel dann instant verliebt. Und ich denke mir, sag mal, da laufen gerade Zombies rum, hast du keine anderen Probleme. Und das hat man hier nicht. Trotz, dass Ivy ja auch noch relativ jung ist, ich weiß gar nicht, ja, 20 sein wird, also man ihr durchaus auch zutrauen könnte, dass sie nur noch an Ruffy Winter oder wie auch immer denkt. Aber ja, das tut sie zum Glück nicht. Und das finde ich wirklich ja, absolut einen Pluspunkt und finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und das war sie im Grunde auch schon, die doch sehr erfolgreiche und gelungene Bücherwoche, die mir wirklich großen, großen Spaß gemacht hat und ja, wirklich schöne Bücher dabei waren und besonders, ja, ich glaube, der Geschichtenband von King, der nachhaltig auch beeindrucken wird. Und ja, Bücher und auch den Hörgenuss findet ihr unten in der Infobox. Schaut da einfach mal vorbei. Und ja, geschaut habe ich The Dark Knight, der zweite Teil der Batman-Trilogie, wenn man so möchte, von Christopher Nolan. Christian Bale ist und bleibt mein favorisierter Batman, mein genialster Bruce Wayne und ich bin echt total begeistert. Und dann haben wir im Grunde ja die letzte Rolle von Heath Ledger, die ihn ja wohl ja auch irgendwie mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, wie er ja psychisch da irgendwie abgerutscht ist, weil er sich in den Joker so grandios hineingedacht hat. Und es ist gleichzeitig ein sehr merkwürdiges Gefühl, Heath Ledger in dieser Rolle zu sehen und ihn aber irgendwie nicht zu sehen, weil er der perfekte Joker ist. Also wisst ihr, wie ich das meine? Also es ist, ja, ich liebe diese Trilogie, ich finde den zweiten Film auch grandios und das ist wirklich ein Meisterwerk an Geschichten erzählen, an Spannung, an Mimik, an Schauspielern, an Atmosphäre-Schaffung und das ist wirklich beeindruckend, was Christopher Nolan mit der Dark Knight Trilogie geschaffen hat und mir Batman einfach nochmal auf einer ganz anderen Weise gezeigt hat. Und auch wenn ich schon immer ein Batman-Fan bin und den immer schon toll fand, auch die Serie damals mit Michael West, nee, wie hieß der Schauspieler? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich meine, bis auf die Verfilmung, wo dann auch irgendwie George Clooney Batman ist, kann man sich ja all die Filme sehr gut ansehen, aber diese Trilogie hat es wirklich in sich und sie ist so unfassbar düster und großartig und ja, ich wurde jetzt auch schon gefragt, ob ich nicht Gotham, die Serie, weitergeschaut habe. Ich war da ja irgendwo in Mitte der zweiten Staffel. Ja, tatsächlich hatte ich dann gar nicht mehr so das Bedürfnis, irgendwie weiterzuschauen. Ich weiß nicht, ob es mir zu düster war, ob es mein Albtraum war, der mich davon abhält, den ich damals so mittendrin dabei hatte, wenn mich sowas in Träume verfolgt. Ja, irgendwie habe ich gerade nicht den Drang, aber vielleicht kommt das ja irgendwie im Herbst, Winter nochmal. Es fühlt sich halt auch oft so an, wie wenn das immer dasselbe ist, aber ja, ja, aber die Dark Knight Trilogie wird, denke ich, jetzt in der Woche auch noch beendet und ich werde auf jeden Fall noch den dritten Teil anschauen, dann fehlen mir ja, glaube ich, noch 2 oder 3 Christopher Nolan Filme, 2, glaube ich, die ich dann angucken möchte, wenn man jetzt Dunkirk, sag ich mal, auslagert, weil den, ja, werde ich mir nicht anschauen, aber dann fehlen, glaube ich, noch 2. Habe ich sie alle in diesem Jahr irgendwie durch. Ja, aber großartiges Kino macht auch definitiv auf dem heimischen Fernsehen ganz viel Spaß. Und ja, ich bin mega gespannt, wann Tenet jetzt endlich auf Blu-ray rauskommt. Ja, läuft ja noch im Kino, ist auch sehr erfolgreich, trotz der Pandemie. Aber ja, mal sehen, vielleicht ist er ja zu Weihnachten dann schon da. Ja, ansonsten gab es in der Woche, glaube ich, tatsächlich gar nichts Großes, anderes. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Ja, unser Hangout am 1.10. Nicht verpassen, wenn ihr Lust drauf habt, über The Passengers zu sprechen, würde es uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, ich glaube, das war es soweit tatsächlich schon. Ich bin natürlich sehr neugierig, was ihr gerade so lest oder beendet habt, was euer letztes Highlight war, ob ihr Kurzgeschichten mögt, jetzt mal ganz abseits von Stephen King. Lasst mich das gerne mal wissen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.